Na, ihr Schwimmwutze, was meint ihr da? Lief ruhig liehe. Wisst ihr eigentlich, wer wir sind? Wir sind Kollege von eurem Geschäftspartner, dem Jupp. Ihr wisst doch, wer der Jupp ist, oder? Lass mich einen kleinen Moment überlegen. Du müsstest Paul sein, richtig? Ja. Das habe ich mir gedacht. Du weißt noch ganz sicher, wer der Jupp ist, ihr Geschäftspartner, oder Paul? Ja, an den erinnere ich mich. Das ist gut, Jung. Sieht so aus, als hätte Will und ich euch beim Frühstück gestört. Da geht uns aber leid. Was gibt es denn überhaupt? Frikadelle. Frikadellchen? Die Grundlage von jedem Jude Frühstück. Was für ein Frikadell? Frikadellenbrötchen mit Käse? Nee, nee, nee. Wo sind die dann her? Vom Will, vom Karl-Heinz oder vom Dünnsingerbude? Vom Peter seine Bude. Vom Peter? Singer Frikadellenbude? Das sollen ja die beste Frikadellchen hier in Köln sind. Ich hab noch nie eine gehabt. Wie sind die dann? Gut. Kann ich ein Häppchen probieren? Ja, ja. Das ist doch Dingbrötchen ja. Hier, oder? Mhm. Das ist ein lecker Frikadell. Willi, warst du schon mal beim Pittensinger Frikadellenbude? Willst du ein Häppchen probieren? Nee, ich hab keinen Hunger. Du machst doch Frikadellchen. Ich? Ich grinse nicht so oft, weil mich Mamsell gegen dir mach. Die mäht mich noch zum Körnerfresser. Aber ich liebe Frikadellchen. Weißt du, wie man die bei McDonald's nennt? Nein. Öli, sagen's. Royal mit Käse. Royal mit Käse. Du weißt, warum man ihn so nennt? Weil das keine Kölner sind? Was du nicht sähst, du Fuchs. Bist ja ein clever Kerlchen. Richtig, weil kein Kölner sind. Was ist denn eh drin, Jung? Kölsch. Kölsch? Meinst du, ich könnte ein kleines Schlückchen davon probieren? Ja, nimm's dir. Das war aber gut. Ey, du Puppekopf. Willst du dem Will nicht verzillen, wo ihr das Kölsch versteckt habt? Was der dem Jupp noch schuldet? Wenn der Kocher schwätzt, der hätte der Krümmel eine Schlüssel zu ahnen. Sehst du uns? Das Kölsch ist im Schrank. Nicht oben, unten. Sind wir glücklich? Willi! Sind wir glücklich? Ja, sind wir glücklich.